Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf diesem Kanal. Howdy Jungs und Mädchen und Diverses. So, ich habe mich ein bisschen wieder gefangen nach der letzten katastrophalen Folge, wo ja dann Autodrive die kompletten Routen deaktiviert hatte. Aber nichts, wo man heulen müsste. Alles wieder eingefahren, weitestgehend. Und wir sagen Goodbye GMC. Ich habe schon einen neuen gekauft zwischenzeitlich. Ich habe mitbekommen, dass dieser GMC Brigadier bei Autodrive oder generell gerade so ein bisschen Schwierigkeiten hat seit dem Update, dass er eher rutscht. Von daher Goodbye Junge. War schön mit dir. Beziehungsweise habe noch kein neues Fahrzeug gekauft, ist mir gerade aufgefallen. Genau. Von daher werden wir uns jetzt nochmal schnell einholen. Da nehmen wir den. Eigentlich wäre der hier gar nicht so schlecht, der Mac Granite. In einer starken Motorisierung und natürlich orange. Da müssen wir nur mal gucken. Ah doch, das sieht gar nicht so schlecht aus. Dann haben wir zwei auf jeden Fall. Und ich habe noch, der Mod ist heute rausgekommen. Ich nehme das am 27. heute auf das Video. Ein 42 Fuß Trailer implementiert. Fuß, genau. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Natürlich mit Mudflats. Und dann nehmen wir die Stahl in Orange und Gunmetal. Die doch bestimmt auch. Jo, das. So nehmen wir es. So. Passt doch. Der Mac Granite ist ja für die Waldwirtschaft bzw. Forstwirtschaft gemacht. Eignet sich von daher auch gut für unsere Agrarwirtschaft. Und den lassen wir jetzt direkt auch per Autodrive zum Hof fahren. Dürfte alles gut funktionieren. Eins ist das Schild, was er eventuell mitnimmt. Was er mitnimmt. Okay. Keine Kollision. Dann setzen wir noch die Geschwindigkeit runter. Für die Trucks auf 80 km/h. Und auf dem Feld natürlich 60. Wir müssen ja hier nicht lang brettern. Als nächstes werden wir uns noch ein Feld kaufen. Einfach daraus bedingt, dass wir ja definitiv mit diesen zwei Feldern nicht weit kommen werden. Ich habe jetzt erstmal rudimentär auch nur das Auto, das Straßennetz wieder eingefahren von Autodrive.
wirklich nur um eins zu haben. Da muss noch definitiv auch dran rumgefeilt werden. Was man aber schon schön sieht, die beiden Stellflächen für den Mac und den Krempe sind jetzt schon angelegt. Er parkt auch automatisch ein. Aber dazu später. Das können wir in einer der nächsten Folgen, wenn wir den auch dann verwenden, gerne mal zeigen. Kann ich das? Jetzt ist nur die Überlegung, ob wir noch die 53 dazu nehmen. Ja, wir werden noch die 53 dazu nehmen. Ist noch ein relativ kleines. Schön wäre natürlich die 68. Gleich eines der größten Felder oder das größte fast schon. Ist das größte. Aber wir wollen mal nicht übertreiben. So, immer abspeichern. Und dann sagen wir hier einsteigen. Und Job erstellen. Feldarbeit. Ersten Zielpunkt. So. Kurz löschen. Kurzplay ist jetzt auch mittlerweile eingezogen bei uns. Wurde ja am 24. released. Damit haben wir natürlich dann auch noch die Erleichterung, dass kurz abbrechen. Warum? Ah, Feldarbeit nur sagt, okay. Dass wir jetzt sagen können, wirklich, mach alles alleine, fahre von da nach da. Lade den Drescher ab und fahr das gleich in den Hof. Da arbeitet Autodrive und Cursplay super zusammen. Sagst du jetzt nicht? Shop erstellen. Feldarbeit. Erster Wegpunkt. Generieren. Genau. So, jetzt macht das. War gerade so ein bisschen. Ja. Und Job starten. Sieht man auch, er arbeitet mit den Standardhelfer. Ah, jetzt hat er umgerechnet. Gut. Wir können jetzt mal ein bisschen zuschauen. Ich nehme auch die Editierpunkte raus, dass wir wirklich mal sehen, wie er fährt. Und eigentlich sollte er, wenn er angekommen ist am Feld, auch automatisch sagen, er fängt mit der Arbeit an. Ja, das kommt manchmal vor, dass er so einen kleinen Schlenker reinmacht. Je nachdem, welche Route er gerade hat.
kann aber auch sein, dass die Helfer untereinander gerade so ein bisschen rumzicken. Aber es scheint, dass er sich jetzt gefangen hat. Mal schauen. So, Auto-Try ich mal ausgemacht. Und er sollte jetzt mit den Arbeiten beginnen. Gut, er wird jetzt ein bisschen was stehen lassen, ist klar. Am Anfang, aber er arbeitet. Curseplay ist unterwegs und man sieht, er pflanzt neu. Manchmal brauchst du ein bisschen mit dem Aktualisieren. So. Das Feld wird auch relativ flink erledigt sein. Einfach so, wie man es gerne hat. So, was suchst du hier? Ach, Test, ja. Das war der Test. Ab zum Hof mit dir. Bei denen könnten wir mal schauen, ob der eventuell sogar in die Halle reinpasst. Dann könnte ich nämlich auch hier sagen, Autotrive soll das automatisiert machen. Aber dazu muss er in der Halle reinpassen, der Anhänger. Erstmal egal, wie er drinne steht, Hauptsache wir sehen, ob er reinpasst oder nicht. Anhänger passt rein. Sehr schön. Das heißt, wir können sagen, ich kann besser gesagt ihn einen Autodrive-Kurs geben. Dass die dann alle hier so schön nebeneinander eingeparkt stehen können. Jetzt mache ich es mal noch so. Aber demnächst wird es dann alles ordentlich gemacht. Der ist auch gleich da. Und wenn der dann mit seinem Feld fertig ist, starten wir einen neuen Tag. Dann sehen wir gleich, wie viel Ertrag wir mit die Gewächshäuser gemacht haben. Oder auch mit die Windkraftanlagen. Wir eine Subvention bekommen. Ja. Mal schauen, wie es damit aussieht. Aber das alles wahrscheinlich in der nächsten Folge. Sehr schön. Sehr, sehr schön, wie er es macht. Auch gut, dass er die Überlappung drin hat. Dadurch verlieren wir zwar Zeit, kein Thema, aber er arbeitet besonders sauber.
Ich mag's, wenn das so ist. So, wir können ja mal schauen. Gut, speichert er automatisch nochmal ab, wie es aussieht bei den Tieren. Ist okay. Produktion, die Gewächshäuser. Ist auch noch alles in Ordnung. Was wir uns überlegen können langsam. Die Milch muss ja abgeholt werden. Wir haben hier 155. Ob wir uns da einen Anhänger holen oder ob wir sagen, wir holen uns gleich einen großen Sattelschlepper. Wobei für 155 Liter lohnt sich noch gar nichts von beiden. Es sind halt noch zu wenig Kühe. Aber wir können ja trotzdem einmal schauen, ob es dort eine Möglichkeit gibt, die uns zusagt. Hier nicht. Winterwirtschaft nicht. Tierhaltung. Der ist für Wasser. 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 Milch. Milch. Die beiden Lizards wären im Prinzip für Milch die besseren. Entschuldigung. Ich habe auch keinen Anhänger, den ich dazu entfremden könnte. Zumal ich wirklich sagen muss, mir fehlt aktuell noch so ein typischer US-Anhänger, Tankanhänger. Auf den warte ich ja noch so ein bisschen. Wenn der kommt, dann wird er auch hier definitiv einziehen. Entschuldigung, irgendwie ist meine Nase zu. Nee, ist nicht da. Joschken für Wasser. Gut, und er sagt jetzt sogar den Superliner eigentlich von Mac. Schade. Ist schon schön, wenn alles automatisch gemacht wird. Gerade wenn man sich dann später überlegt, dass drei Felder abgeerntet werden müssen, abgefahren werden müssen und auch eingelagert. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt, wenn man dann diese Helfer hat und sie auch zu schätzen weiß. Ich bin immer noch am Überlegen. So richtig zufrieden bin ich noch nicht mit dem Fuhrpark. Aber ich weiß jetzt auch, was ich machen wollte. Wollte an unser Getreidelager.
Mal gucken noch mal, wo es war. Das müsste die Silo-Erweiterung sein. Noch eine Strecke einfahren. Das ist auch eine Erweiterung. Hier ist auch bereits eine Strecke eingefahren für einen großen Kuhstall. Auch zum Verpflegen. Eigentlich müsste man von der anderen Seite aus herkommen. Mit dem großen Kreis dann könnte man abbiegen Richtung Hof. Das hier ist ja alles Nebenstrecke. Oh, hier habe ich noch einen Fehler. Da hatte ich es mir doch ein bisschen sehr leicht gemacht. So. Ist alles Nebenstrecke. Mal ändern hier, dass man von hier rankommt. Das würde heißen, er fährt, kommt im Prinzip von da hinten. Oder man sagt halt von der anderen Seite, dann würde er aus der Richtung hier kommen. Das hier hauptsächlich nutzen, die hintere Hofeinfahrt nutzen. Wäre eigentlich auch schöner. So würde ich favorisieren. Das Problem ist hier dran nur, diese Kurve hier dann. Die dürfte haarsträubig werden, haarsträubend. Aber wir versuchen es einfach mal. Per Einbahnstraße. Schön weit hier links anfahrend. Fahren wir auch absichtlich mal mit dem Traktor vorbei. Und ziehen jetzt rüber. Weil die Truck-Anhänger haben natürlich einen ganz anderen Wendekreis und dadurch werden die ja dann automatisch da reinziehen. Ja, doch, das geht so, ja.
bisschen vorziehen, weiter vorziehen. So, hier machen wir den Silo-Tank. Silo. Hofsilo. Da ich, dass wir Autodrive gesagt haben, nur gerade mal schauen, Benutzer definiert, war es nicht Welt. Maximaler Siloabstand 25 Meter. Schaut er vom Trigger 25 Meter zurück, also von Zielpunkt 25 Meter im Kreis nach hinten, wo die Zielpunkte sind. Da machen wir jetzt 50 Meter raus. Jetzt wird es noch die Strecke natürlich weiter eng gefahren. Dann lassen wir den ruhig hier hinten rumfahren. Das ist nur die Überlegung, ob ich ihn hinten an die Gewächshäuser rauslasse oder durch die schmale Torausfahrt. Über die Torausfahrt könnten wir noch breiter machen. Das ist ja nicht das Thema. Werden wir auch. So. Und dann anbinden. Rekord fertig. Und schon ist die nächste Strecke eingefahren. Nehmen wir noch hier die Versuchsstrecke, wo er mir einmal quer abgehauen ist, raus. Ja, und so geht es die ganze Zeit jetzt weiter. Strecken einfahren und gucken, damit wir gut über die Runde kommen. So. Die Strecke ist auch noch eine gute. Gut, wir müssen nachher auch noch gucken, dass wir die Silos, eigentlich Hofsilo, Silage, Hofsilos einfahren. Das werden wir in einem späteren Video machen. Ja, jetzt hat er sich wieder eingekriegt. Er hat auch schon 3/4 des Hofes fertig. Läuft doch. Heute mal eine etwas längere Folge, aber mein Gott, ihr habt mal wieder was gesehen. Ihr habt mehr gesehen als sonst. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da oder ein Abo. Wenn ihr abonniert, denkt an die Glocke, damit ihr auch kein Video verpasst. Ich bedanke mich, meine Leute, und bin dann raus. Bis dann. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.